Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Orakel, zu einem neuen keltischen Kreuz, was ich für euch hier heute widerlegen möchte. Ich hoffe, ihr seid mit den Energien vom Vollmond im Löwen, seid ihr bis dato gut zurechtgekommen und kommt auch in Folge der nächsten Tage damit gut zurecht. Meine Lieben, nutzt ruhig die Energien. Deswegen habe ich mich auch entschieden, ich versuche jeden Tag ein keltisches Kreuz für euch zu legen. Ich kann euch noch nicht sagen, ob ich es wirklich so hinkriege, aber es kommt immer mal eine Legung, wo ihr auf jeden Fall einen super tollen Mehrwert bekommt. Ich suche mir jetzt hier erstmal ein Thema raus, um was es hier bei dir gehen könnte. Und dann klären wir das mit dem keltischen Kreuz. Wie gesagt, ich liebe es letztendlich, diese Legung zu legen, weil wir halt immer in der Hier- und Jetzt-Situation gucken können. Wir können gucken, auf was diese ganze Geschichte, dieses Thema basiert. Wir gucken in die nahe Vergangenheit. Auch das ist wichtig, dieses Reflektieren und Revue passieren lassen. Wir gucken in die nahe Zukunft und auch natürlich in die ferne Zukunft. Das sind nur Tendenzen, die so sein können, nicht müssen. Ja, denkt immer daran, diese Legung ist alles nur ein Kann, kein Muss. Und wir schauen uns natürlich, und das ist auch ganz wichtig, euer Inneres an und auch ein Stück weit, wie die Außenwahrnehmung bei euch ist, also wie euch das Außen wahrnimmt. Das finde ich auch immer super wichtig, ne? Zumindest in gewissen Situationen. Ansonsten darf man hier sehr, sehr gerne auf sich selber gucken. Ja, wichtig ist, dass man nicht zu sehr im Außen ist, so nach dem Motto, meine Großmutter konnte die Hecke nie hochwachsen lassen, weil sie sagte, die müssen ja sehen, wie schön mein Garten aussieht, die Leute, die hier vorbeilaufen. Ja, super, wunderbar. Ja, also auch ich in meinen eigenen Reihen hatte so eine Themen, ja, wo ich immer gedacht habe, Mensch, ganz ehrlich, alles gut, ja. Ist doch egal, ob die den Garten sehen oder nicht, die Leute. Nein, meiner Großmutter war es nicht egal. Und deswegen nimmt einfach diese Leichtigkeit mit. Jeder hat seinen Prozess und wir, wie gesagt, starten jetzt hier in dieser Legung los. Vielleicht habt ihr auch so eine Großmutter gehabt oder seid selber so. Ne? Da muss man immer eher die Sache, finde ich, ein bisschen locker sehen. Man darf auch drüber schmunzeln, weil jeder hat so seine eigenen Gründe, warum er dieses, jenes oder welches halt denkt, tut und macht. Alles ist in Ordnung und man muss es ja nicht selber so leben. Und deswegen freue ich mich jetzt über die Legung und schau mal, was ihr hier als Thema habt. Okay, wir haben Happy Halloween, Streiche, Bräuche, Ruhestörungen, Schabernack, nervliche Belastungen, verstorbenen Gedenken, okay, böse Geister vertreiben, Kostüme, passt natürlich jetzt auch zu Fasching, ja. 31. Oktober bis 1. November könnte, wie gesagt, hier ein wichtiges Ereignis gewesen sein oder auch kommen. Wie gesagt, die Legungen sind hier zeitlos, meine Lieben. Aber Halloween passt genauso gut wie jetzt Fasching. Und hier geht es wirklich vielleicht auch darum, dass dir jemand einen Schabernack oder einen Streich machen möchte oder du gewisse Bräuche hier lebst. Vielleicht bist du aber auch nervlich total belastet, ja, an Verstorbene gedenken, ja, vielleicht hast du auch jemanden verloren. Wir müssen mal gucken, beziehungsweise ich muss das nochmal umformulieren, ja. Man verliert ja niemanden, wir sind ja alle alleins, so. Und wenn du es jetzt hier zum Beispiel mit jemandem zu tun hast, der gegangen ist, der nach Hause gereist ist, dann ist der ja letztendlich immer noch da, ja. Und von dem her ist das alles eine Frage der Einstellung, ja? Bist du jetzt noch in der Trauer oder nicht? Wo kommen eventuell deine nervlichen Belastungen her? Ich meine, wir haben jetzt noch eine Jahreszeit, es ist nass, es ist kalt draußen, viele haben damit zu tun, ja? Viele haben damit einfach ein absolutes Thema gerade. Und deswegen würde ich mal sagen, meine Lieben, ich möchte euch gerne noch eine weitere Karte ziehen. Welche nehmen wir denn jetzt? Ist mal wieder super vorbereitet hier. Was mache ich denn jetzt mit euch hier? Ich würde sagen, Moment, meine Lieben, ich muss noch mal ein zweites Deck nehmen. Genau, hier. Eine Karte hätte ich gerne. Das sind die schamanischen Weisheitsorakelkarten. Das letzte Mal hatten wir das Thema Wut bei euch. Ja, glücklich sein. Ja, super, das passt doch toll zu Halloween. Ja, so, wir haben das Glücklichsein.
Glück ist die höchste Priorität in deinem Leben. So, guckt mal, wie das hier passt von den Farben her. Seht ihr das? Deswegen habe ich gesagt, das ist alles eine Frage der Ansicht. Das ist alles eine Frage der, wie soll ich sagen, der Einstellung. Wenn du zum Beispiel, ich gehe mal nochmal auf das Thema ein, warum, ich kann es euch nicht sagen. Wenn du zum Beispiel jemanden verloren hast, auch dann ist das eine Ansichtssache des Glücklichseins. Warum? Weil man weiß, wenn man die Trauer überwunden hat, derjenige ist noch da. Diese Trauer, mein Lieben, ist ja nur das Ego. Ja? Und ob man jetzt, sage ich mal, wie ich mit meiner Oma einkaufen gehe und koche, die andere Oma, seitdem sie verstorben ist, regelmäßig kriege ich kalte Füße und kalte Hände, dann weiß ich, dann ist sie da, wunderbar, ist schön, hatte ich früher nie Probleme mit, jetzt merke ich es. Also versteht ihr, dass das Thema, wenn jemand nach Hause reist, ja, dann, ich wünsche mir einfach für ganz viele Menschen, dass ihr das versteht, dass die Menschen noch da sind und dass diese Menschen, diese Energien für uns da sind. Wir brauchen sie letztendlich nur darum bitten. Zum Beispiel, wenn du irgendwas an Essen kochen möchtest und du weißt nicht, wie geht eine klassische Mehlschwitze oder wie machst du eine Weißwein- oder Rotweinsoße. Da kannst du diese alten Generationen einfach rufen. Die wissen das. Ja, so. Und zum Beispiel. Oder du hast hier Überbelastung. Dann kannst du sagen, okay, glücklich sein. Ich weiß, wenn ich jetzt belastet bin, aber mein Geschenk des Lebens oder mein Geschenk der Schöpferenergie ist es doch, glücklich zu sein. Die Belastung, die wir haben, die erschaffen wir uns selber. Ne? Und das ist genau das. Also was ich euch damit jetzt mit diesem ganzen Vorspann sagen wollte, ist einfach, richtet euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid überlastet oder ihr habt Kummer oder ihr wollt euch einfach vielleicht hier mit dem Kostüm, ihr wollt euch verwandeln. Ja, super. Dann macht irgendwas, was euch Freude bereitet. Vielleicht möchtest du auch jemand anders einen Streich spielen oder vielleicht möchtest du einfach als Geist zu Fasching gehen. Versteht ihr, was ich meine? Macht das Leben zu einer Feier. Feiert das Leben. Tut euch was Gutes. Wir gucken mal, um was es hier geht. Also wir haben, ich denke mal, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der jetzt gerade nicht glücklich ist. Und der sagt, was erzählst du hier gerade für einen Blödsinn? Glücklich sein, wie soll das gehen? Ja, ja, das ist eine Einstellungssache, meine Lieben. Ja, und wir gucken uns jetzt mal die aktuelle Situation hier an. Also auf was das basiert, um was es hier überhaupt geht. Ich bin ja immer ein sehr positiver Mensch, meine Lieben. Da kann sonst was kommen. Und ich sage immer, danke für diese Message, danke für diese Botschaft. Das Leben ist schön, das Leben ist wunderbar. Was interessiert mich das Außen? Ja, also alles gut. Weil dadurch fokussierst du deine Gedanken zu einer positiven Ausrichtung hin. Und der Fokus darf hier die Sonne sein. Ja, natürlich darfst du auch fühlen. Ja, fühl die Freude, fühle das positive Sein. Das ist wichtig, meine Lieben, ja? So, aber jetzt genug geredet. Wir starten hier los. Um was geht's denn hier? Was ist denn hier das Thema? Ja, Judgment. Hier geht es um die Gerechtigkeit. Hier geht es um die Gerechtigkeit, teilweise auch von oben. Ja, das jüngste Gericht. Das ist halt auch dieses Thema. Du bist hier eventuell in einer Sache, wo du hier sagst, ich erlebe gerade etwas Schicksalshaftes. Ich erlebe hier gerade etwas, was ich nicht greifen kann. Was ich vielleicht auch so in dem Sinne nicht verstehe. Wir gucken mal weiter. Das kann von einem Streitfall bis zu einem Erwachungsprozess deines höheren Selbst sein, ja, für dich. Wir müssen mal gucken. Aber wenn Judgment kommt, dann ist das hier etwas Schicksalshaftes. Ja, wir haben hier den Buben der Kelche. Das ist die Information, dass du letztendlich liebevoll vorangehen sollst. Also egal, um was es hier geht in diesem Prozess, sei auch liebevoll mit dir selber. Gehe nur dann voran, wenn du sagst, es fühlt sich für mich gut an. Es ist für mich ein gerechtes Vorgehen. Es ist für mich annehmbar, liebevoll. Ja, weil du letztendlich in diesem mit dir selbst liebevoll umgehen, bekommst du deine Stärke. Also mit diesem Schicksal, was du gerade lebst, vielleicht warst du immer sehr dominant oder sehr, sehr
herrisch oder sehr aktiv, ja, und du darfst jetzt in eine weichere Energie gehen, in die Herzenergie. Und diese Herzenergie gibt dir hier ganz viel Stärke, ganz viel Kraft, ja. So, die nahe Vergangenheit, was hat man hier? Oh, okay. Aber das ist eigentlich ganz positiv. Also wir haben hier das Ast der Stäbe und wir haben hier die drei der Kelche. Das Ast der Stäbe, okay. Das Ast der Stäbe kann hier ein relativ schneller Neuanfang gewesen sein oder eine sehr schnelle Chance, wo du eventuell mit mehreren Menschen das gleiche Schicksal erlebt hast, wo du eine tolle Chance hattest oder einen schnellen Neuanfang, wo du nicht großartig drüber nachgedacht hast, sondern du gesagt hast, okay, in der Vergangenheit, dann geht jetzt was Neues los, es beginnt eine neue Geschichte, es ist eine Chance für mich, die, wo ich hier mit mehreren Menschen zusammen ein Ziel habe und wir gehen den gleichen Weg. Ja, also für dich ist auch diese Gemeinschaft hier wichtig gewesen in der Vergangenheit. Und das kann hier ein Neuanfang gewesen sein, dass du zum Beispiel mit einer Gruppe von Menschen, die du kennengelernt hast, die Gerechtigkeit wichtig fanden, die auch diesen, das Schicksal, ihr hattet hier das gleiche Schicksal. Ja, zum Beispiel, dass du lernen durftest mit mehr Liebe und mit weniger Dominanz bekommst du mehr Stärke und dadurch lebt es sich leichter, du lebst glücklicher, du kannst die Dinge, die dir widerfahren sind, wenn zum Beispiel jemand eventuell gegangen ist oder dir jemand einen Streich gespielt hat oder jemand sehr belastend für dich war, dass deine Nerven blank gelegen haben, ja, kann es sein, dass du hier letztendlich gelernt hast, wie man mit der Situation besser umgeht. Wir gucken mal in das Hier und Jetzt. Wie geht es dir denn im Hier und Jetzt? Was gibt's denn hier? Ja, im Hier und Jetzt bist du sehr belastet. Ja, du verstehst im Moment diesen aktuellen Zustand noch nicht. Und du bist hier, du hast hier eine Last, mit der du gerade durchs Leben gehst. Die kann natürlich auch durch einen Schicksalsschlag sein. Und dass du hier noch gerade in dem Bereich der Heilung bist und eventuell durch diesen Schicksalsschlag hast du hier Menschen kennengelernt, die eventuell das gleiche Schicksal hatten. Also sage ich ja, die den gleichen Weg gegangen sind oder einen ähnlichen Weg mit dir gehen. Das kann eine Hilfegruppe sein, zum Beispiel Trauerhilfegruppe oder nervliche Belastung. Kann auch sein, vielleicht machst du gerade eine Reha oder eine Kur oder strebst es an, um einfach mal mit diesem ganzen alltäglichen Wahnsinn klarzukommen, um hier auch eventuell einen Weg zu finden, wie du wieder glücklicher werden kannst. Ja, das ist nichts Schlimmes. Aber es gibt hier gewisse Themen, wie zum Beispiel, wie lerne ich aus diesem Schicksal, mit mir wieder mehr Liebe zu leben, also für mich die Liebe zu leben, ja, und dadurch in meine Kraft zu kommen. Das kann hier ein Thema sein, dass du wieder in deine Kraft kommen musst, ja, und du weißt, du kommst nur in deine Kraft, wenn du letztendlich liebevoll mit dir umgehst. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier das Ast der Stäbe in der Vergangenheit eine Chance war, um hier mehr Freude wieder zu leben oder um Menschen kennenzulernen, denen es genauso geht wie dir, die genauso belastet sind. Ja, und du gehst mit denen ein Stück weit deines Lebens. So, die nahe Vergangenheit. Mhm. Ja, wir haben die 9 der Stäbe. Ich habe gerade gesagt, die nahe Vergangenheit. Wir legen jetzt hier die nahe Zukunft, meine Lieben. Entschuldigt bitte. Also, in der Vergangenheit hatten wir ja dieses Thema, dass du eine Chance aufgezeigt bekommen hast hier, wo einige Menschen mit dir zusammen das gleiche Schicksal hatten. Ich bin deswegen nahe Vergangenheit gewesen, weil wir hier was in der Vergangenheit hatten. Die 9 der Stäbe sind die Vergangenheit. Du bist hier gerade auf dem Weg, dir die Vergangenheit anzugucken. Was ist hier in der Vergangenheit passiert? Gut, in der Vergangenheit, da hast du eine Chance bekommen, das aufzuarbeiten. Wir haben hier trotzdem in der nahen Zukunft aber den Tod. Es heißt, die Vergangenheit darf transformiert werden.
Wir haben hier jemanden, der am Grab sitzt. Es kann sein, wirklich, dass du jemanden verloren hast und dass du immer noch daran zu knabbern hast, dass du immer noch daran zu kämpfen hast, dass du diese Person verloren hast. Leute, das ist nichts Schlimmes, das ist völlig in Ordnung. Und auch dann kann es sein, dass man so viel Belastung hat, dass man das nicht verarbeiten konnte, weil man den Einstieg in die Trauer zum Beispiel nicht geschafft hat. Oder du bist nervlich so belastet, dass du sagst, du möchtest unbedingt diese nervliche Belastung hier transformieren. Du möchtest, dass diese Vergangenheit, was dazu geführt hat, dass du hier fix und alle bist, oder fix und Foxy sagt man ja auch immer so schön, du möchtest das letztendlich transformieren. Du möchtest hier in einer relativ nahen Zukunft, möchtest du gerne das Alte transformieren und möchtest gerne einen Neuanfang machen. Du weißt, das Leben geht weiter. Ja, du weißt, du kannst gewisse Prozesse nicht aufhalten. Die sind da, um damit wir was lernen aus der Situation. Egal, was es hier ist, du hast es hier mit einer Belastung zu tun. Du darfst aber, und das ist die Hauptaufgabe in dieser ganzen Legung, du darfst liebevoller mit dir umgehen. Ja, das ist eine schicksalshafte Fügung, die du hier lebst. Das ist von oben wird letztendlich die Gerechtigkeit auf dich zukommen. Ja, es ist so, dass du lernen darfst, wieder mehr in deine Kraft zu kommen. Aber das heißt, du darfst dir auch die Themen, die dazu geführt haben, dass du in der Vergangenheit hier oder beziehungsweise immer noch im Hier und Jetzt, ja, belastet bist. Aber in der Vergangenheit hast du die Chance bekommen, um das Hier und Jetzt zu lösen, um diese Schicksalsfügung oder diesen Schicksalsschlag, ob es jetzt diese nervlichen Belastungen waren oder jemand ist verstorben, ist egal was. Du möchtest dich verändern. Das haben wir hier mit dem Kostüm, dieses Wandelbare. Ja, das ist, ob es bei Halloween ist oder bei Fasching, da lebt man ja nicht umsonst diese Kostümierung, ne? So nach dem Motto, ich möchte mal das und das in meinem Leben sein. Ja, das kann es hier sein. Und du möchtest hier das Alte dir anschauen. Das ist sehr, sehr lobenswert, weil dadurch fängst du an, diese Themen zu transformieren. Du weißt, dass gewisse Themen kannst du nicht verändern. Die kommen in unser Leben und wir möchten gerne diese, ob es Schmerzen sind, Freude sind, egal was es ist, wir wollen es fühlen. Unsere Seele möchte diese Erfahrung machen. Du hast hier aber aus der Vergangenheit Menschen, die letztendlich das gleiche Schicksal haben. Das heißt, ihr habt hier alle, unabhängig von Raum und Zeit, voneinander, habt ihr hier die Möglichkeit bekommen, genau an diesen Themen zu arbeiten. Dass dich dieses Thema total belastet, okay, das ist halt mit dieser Schicksalsführung, ist das halt genau das Thema. Ja, du darfst diese Belastung leben, liebevoller mit dir umgehen und dadurch wieder in deine eigene Kraft kommen. In der Zukunft, in der nahen Zukunft darfst du transformieren, aber du bist auch bereit, dir diese Themen aus der Vergangenheit halt anzuschauen. Und das ist richtig gut. Ja? Was macht denn dieser ganze Zustand auf dem Weg in das Glücklichsein? Was macht das mit dir hier? Was ist das hier für ein innerer Prozess? Was macht das hier mit dir? Wir haben hier die 3 der Stäbe. Gut, das ist schön. Dadurch, dass du hier letztendlich dir die alten Themen anguckst, dir das Thema, was dich hier belastet, ja, du sagst, okay, nach 10 der Stäbe kommt hier das Ass der Stäbe, also wieder eine neue Chance, eine neue Möglichkeit, ja, dieses Glücklichsein, positiv ausgerichtet sein. Das ist letztendlich innerlich noch nicht, da ist die Flamme noch nicht erlöscht. Ja, du hast hier mit den 3 der Stäben, hast du letztendlich den Fokus, dass du Dinge nicht ändern kannst, nur du kannst dich ändern und du gehst hiermit sozusagen voran. Du gehst voran in deinem Sein. Ja, du sagst ja, ey, alles klar, okay, gewisse Themen kann ich nicht ändern, ich kann sie mir angucken, ich kann reinfühlen, ich kann an mir arbeiten, ich kann nach 10 der Stäbe das abgeben, aber wichtig hier ist, innerlich weißt du schon, dass es weitergeht. Das Leben geht weiter, ja. So, wie sieht dich denn das Außen? Ja, wow, Wahnsinn. Das Außen sieht dich so, dass du hier letztendlich liebevoll vorangehen wirst mit dir selber. Sie sehen deine Veränderung oder sie werden deine Veränderung sehen. Ja, dass du, ich denke, du hast hier so einen Persönlichkeitswechsel von traurig sein, zu Tode betrübt, nach glücklich werden. Das ist dieser Werdegang, den du gerade durchmachst. Und das braucht halt seine Zeit. Aber in der nahen Zukunft haben wir hier schon die Transformation drin liegen. Ja, also auch hier der Edelsteinstab der Transformation. Du veränderst hier was. Du transformierst diese alten Themen. Ja?
Und dazu gehört es auch, dass du in die Vergangenheit schaust und das tust du. Und dadurch sieht das Außen eine Veränderung, dass du, ich sag jetzt mal, nicht mehr so harrisch bist, sondern dass du eher wieder in deine Kraft kommen wirst und dass du auch, wenn man dich zum Beispiel anspricht, ja, oder anschreibt, dann bist du halt nett und freundlich. Das ist hier eine Veränderung. Ich denke, das warst du vorher nicht. Ich denke, du warst vorher so belassen, dass du dich vielleicht eher zurückgezogen hast oder gesagt hast, ey, lass mich mal in Ruhe, ich will das alles nicht. Oder ich habe jetzt gerade mal Zeit für mich, ich muss jetzt mal meine Themen hier besprechen. Das kann es natürlich alles sein. Nur dass du dir halt für dich deinen Raum gesucht hast. Ne? Und das natürlich kann man auch eventuell das in einer Reha, in einer Hilfegruppe, was auch immer, kann man das umsetzen. Oder indem man in einer Gruppe ist, wo man sich mit Gleichgesinnten trifft. Ja, und wenn es nur das World Wide Web ist, ist ja egal. Aber du arbeitest hier dran und das ist wichtig. Du arbeitest an deiner schicksalshaften Führung, ne? Oder Fügung, die du bekommen hast. Du wirst schicksalshaft geführt, aber es ist letztendlich ein Prozess, wo eine Sache passiert ist, die dir Schmerzen bereitet hat. Und du aber bereit bist, in deinem Tempo hier rauszugehen. Und das ist echt mega. So, was sind denn deine Sorgen und deine Ängste? Ja, eventuell nimmst du dir hier gerade eine Auszeit und wir haben hier aber das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen steht und es sind deine Hoffnungen, dass du hier einen völligen Neuanfang machen kannst, auch in finanzieller Richtung oder in finanzieller Hinsicht. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass du nicht weißt, du hast Angst, dass du das nicht hinkriegst. Also wir haben hier wieder dieses Pro und Contra, die Ängste und die Sorgen. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir selber vertraust. Wenn du dir hier gerade eine Auszeit nimmst oder du hast das Gefühl, du möchtest dir eine Auszeit nehmen, dann tue das, denn es dient zu deinem höchsten Wohle. Das ist hier ganz wichtig, dass du dir das bitte immer wieder sagst. Es steht mir zu, glücklich zu sein. Ich darf, wenn ich mich danach fühle, darf ich mir hier eine Auszeit nehmen. Das tut mir, meiner Seele, meinem Körper, meinem Geist, tut mir das gut. Und nach diesen Belastungen hier, ja, was hier abgegangen ist, es belastet dich schon ganz schön, das, was hier passiert ist, ja. Und du arbeitest daran, du transformierst es und ja, hier haben wir auch ein Stück weit Selbstwert. Ich denke aber eher, dass du die Hoffnung hast, dass durch diese Transformation, da wirst du ja ein ganz anderer Mensch. Ja? Guck mal, du lernst ja hier mit dem Buben der Kelche, lernst du ja erst liebevoll, kreativ, neu mit dir umzugehen. Und das Außen sieht auch deine Veränderung. Also du bist hier schon richtig super dabei. Ja? So. Wir haben, ach Gott, wie schön, einmal den Buben der Münzen und wir haben hier die Liebenden. Ja, also ich kann hier nicht ausschließen, dass du hier neue Wege gehen wirst. Ja, der Bube der Münzen ist eventuell jemand, der relativ jung ist, der von der Energie her könnte das eine Erdenergie sein. Und es könnte sein, dass du in deinem Prozess der Veränderung, wo auch immer du dich aufhältst und dafür sorgst, dass du dich veränderst, wie Reha-Kur oder im World Wide Web. Du wirst hier jemanden kennenlernen, eventuell. Und wir haben die Liebenden. Und ihr habt hier einen, vielleicht ist das auch ein Gleichgesinnter, jemand, der das gleiche Schicksal lebt mit dir. Ja. Und wenn du einen Partner hast, dann hast du hier einen neuen guten Freund, den du hier finden kannst in der Zukunft. Ja, wo du sagst, ja, okay, Gleichgesinntes gesellt sich gern mit Gleichem oder aber du hast hier auch die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, ja, wo man sich durch das gleiche Schicksal, wo man sich hier trifft und die Dinge auf einer Ebene, auf einer Verstandesebene, wo man sich auch austauschen kann, weil ein gewisses vertrautes Dasein vorhanden ist, weil man ja weiß, von was man redet und eventuell könntet ihr hier miteinander glücklich werden. Ja, weil ihr sagt, okay, wir haben hier das Alte in einer nahen Zukunft, was wir gerade bearbeiten, transformieren. Ja, du möchtest hier auch einen Neuanfang machen. Nicht nur in den Finanzen, sondern generell ist es ein Neuanfang mit Beständigkeit. Ja, und wie gesagt, es könnte hier eine Erdenergie sein, die dir aber auch sehr gut tut, weil Erdenergien sind sehr ruhig, sind sehr ausgeglichen, strahlen auch unheimlich viel Ruhe aus, ja, also das ist in der jetzigen Zeit, in der du dich hier befindest, ist das richtig gut für dich. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du hier mit diesen Menschen,
dich auch öffnest wieder, öffnest für was Neues, ja, wieder in Richtung Glücklichsein gehst. Und egal, was dir hier mit Happy Halloween passiert ist, ob du jemanden verloren hast, ob du auf gut Deutsch über den Tisch gezogen worden bist, emotional, was auch immer, du irgendwelche nervlichen Belastungen hattest, Überbelastung hattest, durch vielleicht zu viel Arbeit, Stress im Allgemeinen, egal was es ist, du wirst dir hier mit Judgment, wirst du hier in eine Zeit kommen, wo du in die Heilung gehst. Das ist alles Heilung hier, was hier gerade auf dem Tisch liegt. Heilung, Transformation deines Selbst. Wunderschön. Dieser ganze Zustand, wir haben hier als Hauptenergie 5 der Stäbe, meine Lieben. Das ist noch so ein bisschen, ich habe diesen Konflikt mit mir. Ja, vielleicht auch dieses Nähe zulassen, Liebe zulassen. Auch wenn es nur auf freundschaftlicher Basis ist. Man muss ja nicht gleich wie andere in eine Kiste da und da einen auf Karnickel spielen. Darum geht es hier nämlich gar nicht. Es geht darum, dass man eventuell seinen eigenen Prozess miteinander begeht. Jeder hat sein eigenes Thema, aber miteinander seid ihr hier in der Position, dass ihr hier ein starkes Team werden könntet. Dieser Mensch könnte dir hier sehr gut tun und du darfst auch wieder mehr zulassen. Ja, also wie gesagt, es geht hier nicht um die sexuelle Geschichte an sich, sondern es geht hier auf im Bereich der zwischenmenschlichen Ebene. Ja, dieses Miteinander sein, miteinander fühlen, Gespräche führen. Ja, und was ich halt so richtig schön finde hier bei dieser Legung ist, dass das Außen sieht, dass du dich hier veränderst. Ja, das ist eine richtig, das ist ein harter Weg der Arbeit, keine Frage. Aber dadurch, dass du hier nicht alleine bist, schon aus der Vergangenheit hier eine Chance hattest, wo andere mit dir sind. Und diese anderen, die hier mit dir sind, das kann hier teilweise wirklich einer sein, ein Bube der Münzen, der mit im Team hier ist, der dich durch dein Schicksal hier kennenlernt. Und dadurch lernst du eine ganz andere Art von Menschen kennen, die das Gleiche mit dir teilen, was du gerade hast und stellst fest, das Leben ist aber gar nicht so schlimm oder so traurig, sondern wir haben ja das Geburtsrecht, glücklich zu sein und darum geht es letztendlich. Meine Lieben, eine sehr emotionale Legung, wie ich finde, aber ich höre jetzt hiermit auf, ja. Eine Karte möchte ich euch aber für euch jetzt hier nochmal ziehen und dann ist hier aber Ende. So, sonst wird das Video zu lang. Für die Menschen, die hier in Resonanz gehen. Ja, wow. Quantensprung haben wir hier. Bald ist nichts mehr so, wie es war. Du wirst alles verwirklichen und dir somit alles leisten können, was du jemals wolltest. Jetzt passiert ein Wunder. Und das ist genau das, was ich hier sehe. Du veränderst dich, ich sag mal, von einer eventuell sehr dominanten Energie, sehr egoistischen Energie in eine unglaublich liebevolle Energie mit Herzöffnung. Du siehst die Dinge aus einer anderen Perspektive. Du hast viel mehr Herz. Du gehst ins Verstehen. Du sagst nicht mehr, wenn dir irgendjemand was sagt, du reagierst da nicht mehr zickig drauf, sondern du bist richtig liebevoll. Du bist okay, interessant. Ich nehme die Dinge erstmal an. Ich denke drüber nach, wenn ich Lust habe. Aha, alles klar. Schön, danke für die Info. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also hier haben wir wirklich eine Energie. Du machst hier wirklich einen Quantensprung. Du veränderst dich total. Das habe ich schon gleich gesehen, als die Karten hier lagen, meine Lieben. Also, wenn du hiermit in Resonanz gehst, super schön. Ich freue mich wahnsinnig für dich, weil das ist für die neue Zeit, ist das ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsprozess, den du hier durchmachst. Ja? In diesem Sinne, meine Lieben, danke, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Danke für eure Abos, dass ihr mich so unterstützt. Danke vor allem für eure Spenden auf meinem PayPal-Konto für diesen Kanal hier. Danke für eure Kanalmitgliedschaft, ja, da wo ihr alle erweiterten Legungen finden werdet, die ich hier hochlade, ja. Und ich danke euch für euer Sein und für alle Unterstützung an sich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut, alles, alles Liebe. Ciao.